Hallihallo, Samstag, der 7. Mai 2020. Coronavirus blüht und gedeiht. Wir stehen, glaube ich, bei Infektion 66 oder so irgendwas. Ich glaube, das ist aber Wiener Neu. Also, naja, war ja klar, dass sich das Ding verbreitet, wenn keiner was tut. Und die österreichische Regierung kann nichts tun oder will nichts tun, keine Ahnung. Es war es wurscht. Naja, was noch wurscht ist, oder was nicht so wurscht ist wie der Coronavirus hoffentlich, ist das Schicksal von Geralt of Rivia, unserem schneidigen Monsterjäger im Hintergrund. Und der hupft jetzt wieder, weiß über Kopf, zurück nach Wellen. Some peasants found her and took her to the Baron, Valen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, and sent her on her way to Novigrad. Zurück nach Wellen, wo nach wie vor Aufräumarbeiten anstehen. Wir haben in der vergangenen Episode den Lether of Gallet gefunden und er am geholfen. Wie genau, das darf ich nicht verraten, sonst funktioniert der Plan nicht. Na, kennt ihr es euch eh anschaut. So, und jetzt? Ever heard of preventive arse wiping? Preventive arse wiping. Jetzt haben wir einmal eine coole Rüstung, eine nilfgaardische Kavallerierüstung oder so irgendwas. So schaut eine nilfgaardische Rüstung aus, Kostümabteilung von The Witcher, die Serie. Und nicht wie Fimu handmodelliert von drei altersschwache Hausfrauen im Voradvent. So. Hätten wir das auch von der Leber. Okay, gucken wir mal, was wir noch offen haben. Favor for a Friend. Das wäre die Geschichte mit der Kira Metz, ihre Ingredienzien abliefern, genau das machen wir auch gleich. Auf geht's, Geralt! Auf geht's, Geralt, wir reiten zu Kira. Wir reiten gleich zu Kira. Das Pferd haben wir ein bisschen ausgebaut, Satteltaschen, Hüfteninventory. Wieso leicht ist schon wieder gelb? Gibt's was Neues? So fast, Roach. Gibt's was Neues auf der Questefront? Prime Mushroom Hunting Grounds? Na. Gwent Looking for New Players? Na. Fistfights? Na. Our Beach Birth the Litzer? Na. Our Bilberries died? Ja, das ist das Tragische. Mein Raum wird auf das Mobmarsch. Und Horse Races? Nix Neues. Wahrscheinlich leicht ist so lang gelb, bis man alles genommen hat. Bisschen ist. Hat mit der Aktualität der Nachrichten wahrscheinlich nichts zu tun. Hey, ja. So. Sport auf noch zur Kira Metz. La 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 la. Right, give me the coin. Tails, we clean the shit out of the stable. Entschuldigung, hab gerade Zigaretten im Mund gehabt, hat mir leid, dass ich über den Haufen geritten habe. Einfacher Bewohner dieses Shitholes. Was? Yep. I really do think so, Mr. Asshole, sir. Irgendwie müsstet ihr demnächst die Straßenseiten wechseln. Über dieses kleine Wiese, Louis, da geht's bergab, nein! Hey, guck, das ist ja eine Zugbrücke, ist mir auch noch nie aufgefallen. Fantastisch! Oben, oben. That's it, Roach! Roach! And Doge, wow! Come on, Roach! Da liegt was drin. Look the fuck at that. Na, ne, hängt er jetzt in einer ewigen Hin- und Her-Schleifen oder was? Geh da oben und. Sag einmal. Bleibst du bitte in dem Loch drin? Da. Ja!
Na! Kruzifix! Geh, was soll denn der Scheiß? This is getting hell. Enhanced Necrophage Oil. Geil! Sehr geil. Das das Enhanced Necrophage Oil muss ich sofort brauen. Und brauen, 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 brauen. Enhanced Necrophage Oil geht schon. Super. Ich freue mich. Run, Roach. Not so fast, Roach. Gemütlicher Trott durch den nächtlichen Wald. Kann nicht verkehrt sein. Was soll es auch? Was kann schon passieren? Eben. Was? Slow now. Slow now, whoa. Jetzt, ich komm da nicht. Aber move it! Erstaunlich wenig los in der Nacht da am Wasser. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass mir die Drowner auf alle Seiten anhupfen. Ja, passt. Kiras Haus, mal von der ganz anderen Seite. Jetzt will ich mal die ganzen Kräuter da wegnehmen. Auch das zeigt ja schließlich Atem. Ranogreen. Bryonia. Session. Session. So. Und wir hüpfen direkt eine Katze hin, hat er nicht. Hey Kira, ihr riecht die Zahn. Geralt, just when I was starting to miss you. Got the substances you wanted. What you want, a magic lamp. Wissen wir schon alles, what you're doing in Velen. Any word from other sorceresses of the Lodge, wissen wir schon. Got the substances. Got those substances you want. Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first, I'll... Brew yourself a mug of mulled wine. Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zeracanian spices. Not a speck of magic. Care to tell me what you're up to? I would rather show you. But you must wait a bit. Fine. Color me intrigued. Fine, I'll wait. Then shoo, outside. Gonna slip into something more comfortable? Later. Let's not get ahead of ourselves. Well, go on, out. Eine kleine amoröse Aventüre. You've been patient, thank you. It's almost ready. Huh? If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. Note that I said almost. Now don't interrupt. The cane, Gwyn, Caithel.
Cinderella. What happened to the third mouse? Third mouse? What happened to it? The spell has a 66.67% chance of success. I always use one more than I need, just in case. So where did... Kira, can I explain what's going on here? Know the fairy tale about Cinderella? Mm-hmm. True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole, left behind one slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles. Now, to return to the fairy tale. Sie war gern romantisch. I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy godmother. I'll cast the spells myself. But I could use a Prince Charming. It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. So, what do you say to a moonlight ride on horseback? And dinner? Sicher. Na sicher. Es gibt, sie führt uns zum Sounds Essen aus. Tempting. Das ist doch mal so tempting, I don't think I can refuse. Before we go, there's one more thing. Gonna transform a pumpkin into a carriage? No. I shall transform our rancid rags into something more glamorous. Don't wince. It'll only be die Rüstung illusion, ist komplett neu. And at dawn, everything will It's return not to a rancid rag. Why not? Might as well go all out. Then hold on tight. Gvella Glan. So, what do you think? Neckline too modest? It's just right. Oh, I might also change my hair color while I was at it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, any port in a storm. Well, off we go. Dinner's waiting. Last one there does the dishes. Ja, und haben wir schon verrieten. Shit. Gehst du weg, Kira? Faster. Ja, ja. Ein Wettrennen. Oh, Cinderella, we'll have a great fall. Ha, as fast as you can. Try to catch me. Ich bin vor dir, du Nudelaug. Mir wird das Pferd heute zermiert werden, im Jahr. Schnell zermiert werden. Schnauf, 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 schnauf. Kann ich gerade ausbremsen, die Kira? Ausbremsen. Hey. Ah, schlechte. Wow! Shit. Was ist jetzt los? Come on now. Scheiße, jetzt ist sie natürlich weit vorn. Aber sie wartet auf mich, glücklicherweise. Nicht von ihr. Roach, Roach, verzauberter Roach, Zauber Roach. Na, du bist ja gerade, du bist gerade Roach. Du bist eine Maus. Sie hat gewonnen. Immer so waschen. Scheiße. Entschuldigung. I thought you were better horseman. For the record, I was riding a mouse. If someone who usually trots around on a roach, that shouldn't present a challenge. Now do you see why I needed those substances? Setzt mal was sagen in Wirklichkeit. Could have just told me what this was about, Rainer. Geralt, run to the woods and fetch my shopping. I'd like to make dinner. Well, would you have helped? Ja, vielleicht. If I'd known I'd get a glass of Zubaran dry in return, of course. Well, well, never took you for a wine connoisseur. Think witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with puddle water? More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. How's that? So we're celebrating something. Wie dieses, Kniffrau. How, if you don't mind my asking? I mean, you'd think the only work to be had in Velen would be in farming. Very true. So, I've two options. I can either start cultivating turnips or leave. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous. Not the first curse I've lifted.
But among the most difficult, correct? What happened on that island? Aber nicht, weil, I shiver at the thought. And the laboratory. Aber nicht, weil der I sincerely so hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. Die Mechanik scheiße, aber I did destroy the workshop. It's if that's what you're asking. Why do you even care? Thought we came here to make love. Naja, I didn't destroy the workshop if that's what you're asking. Didn't destroy that workshop if that's what you're asking. Didn't see any reason to. If Alexander's findings were to fall into the wrong hands. Like although, your hands? Mikhail has a terrible reputation. None even dare go there. Perhaps there's nothing to worry about. I'm sorry. Such a gloomy subject to broach. I simply shouldn't have, not during our romantic dinner. Romantic? Thought we came here as friends. Friends? With benefits. Aha! So, you don't have to ask me twice. I'm not in the mood. Sorry, there's someone else. Is there, though? Is there someone else? Who else should there be? Mit der Jennifer haben wir kaum Kontakt gehabt und das ist quasi over. Puh. Na, ich tat's nicht, weil wir ja die Jennifer haben, ne? The Witcher tat's wahrscheinlich auch nicht. Sorry, there's someone else. Sorry, there's someone else. So what? So oh, what? Geralt. You're so old-fashioned. Will you at least lie down and gaze at the stars with me? Oh, Sterndl-Schau. Why not? Sie ist ja nicht unattraktiv, das kann man ja nicht ausstreiten. Know what they call that constellation in Zerikania? Which one? Dragon something, I bet. No, it has a different name. A bit indecent, actually. Lean closer and I'll whisper it in your ear. Egwene Navi. Nicht gut. Und weg ist er. Eingeschläfert. Scheiß Zauberinnen, echt. Ey, die Chassis ist auf dem Muggel. Auf dem alten Zirkel kriegen. Angenehm. Put me to sleep with a spell. Means she's up to something. So ein Drecksweib. Sexy Drecksweib, aber nicht das ist Sexweib. Just how I like it. Okay, sie ist so nach Fike Isle zurück. Quest completed. Und geht's weiter? Doch. New Quest, die tracken wir gleich mal. Find out what Kira is doing in the town, Fike Isle. Ich brauche ein Boot. Wo ist ein Boot? Warum sind Boote? Mieses Stück. Incredible. Übrigens, die Ruckler, oder die, wann ab und zu mal so ein kurzer Stall drin ist, dann wird es wahrscheinlich daran liegen, dass ich im Hintergrund gerade Pathologic Teil 2 downloade. Ich hab mir gedacht, wenn wir schon eine Pandemie im Hals haben, dann spielen wir dementsprechend was. Und in Pathologic 2 geht's ja um eine Seuche, nicht wahr? Das, zumindest ist das, was ich da lesen habe auf Steam. Was ist Kaffee? Ah. Take the helm und fahr los. Kira, du dumme Ratte. Die ich fast schon in der Hapfen hatte. Aber nein, sie schläfert mich ein. Das darf nicht sein. Er ist nicht zu klein. Das blubbert im Hintergrund. Und da gibt es sicherlich Nekrophagen. Haufenweise Nekrophagen. Deshalb werden wir uns gleich ein Öl aufpüsteln. Besserte Öl. Hm. Njam, njam, njam.
Necrophages, beware! Here cometh the Witcher. Toter. Der blutige Toter. Hab ein Stück Kohle gefunden. Wo ist denn der Haupteingang? War doch da schon öfters hier drin. A light. Top floor of the tower. Stimmt. Na, da haben wir es wieder. Komisch, dieses Geruckel. Das ist ein hübscher Tower. Hey, Kira. Sie wollte die Aufzeichnung von Alexander. Ja, klar. Auf das hätten wir auch selber kommen können. What you were looking for? Yes, thanks for asking. How are you feeling? Sleep well? What's with the notes? You freaking used me. Again! You used me. Oh, please. I merely seized an opportunity. If I'd known you just wanted Alexander's notes, I'd never have helped you lift the curse from Fika. All right. Perhaps I wasn't completely honest. Didn't quite toe the line. But I knew you'd manage. You're so manly and all. See, find it Geralt Poo. Geralt Poo. Wipe that frown off your face. So manly and all. I think you don't like so me anymore. Und das alles auch noch. I don't like two-faced serpents. Joking aside, what exactly are you playing at? Didn't come here to play games. I want to know what you're up to. Naturally, you suspect me of the worst. I don't deserve that. No, yeah. My intentions are pure, like a virgin's tears. Alexander was studying the Catriona plague. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. Mm-hmm. Strictly humanitarian motivations, is that it? Nope, strictly selfish ones. The mighty would pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much? Take Radovid, for instance. Why, he might even consider forgetting my past associations with the Lodge. Kira, du hast da was im falschen Hals gekriegt. Der Typ ist a raving madman auf einer ethnic cleansing tour. Wenn der Sorceress of the Lodge sieht und zieht das an. Radovid's not interested in medication. Radovid never forgets and Radovid never forgives. Das ist sogar a saying aus dem Spiel. You're either incredibly gullible or you're trying to play me again. Whatever do you mean? Radovid has one objective. To defeat Emir. Curing Catriona, stopping the plague, won't help him do that. So he'll either burn you at the stake with those notes among the kindling, or he'll make you use them to create a weapon. Don't be ridiculous. Bacteria cannot be controlled. Not yet. But it's possible in theory, isn't it? In theory, it's just as possible for a Dachshund to impregnate a she-wolf. I don't have time to debate this, Geralt. I'm going to see Radovid, whether you like it or not. Schwerer Fehler. I can't let you do that. Thousands may die, I'll bet you... What? It'll be on your head. Thousands may die, it'll be on your head. Sie haben ihr gutes Gewissen appellieren, ich glaube, da ist sie ein bisschen zu uneinsichtig. Aber ich will nicht gegen sie kämpfen. Wenn er sagt, can't let you do that, dann bockt er ein Schwert aus, oder was? Aber unterm Strich kommt es auf das aus. Lauft's genau auf, I can't let you do that aus. Dann sagen wir es doch gleich. Kira, I can't. I won't let you do this. Thousands of lives in exchange for your amnesty. Might seem a fair price to you, not to me. I'll not give you these notes. I'll not give you anything. Please, don't make me. Shut up and draw your sword. Wahnsinn. Ich muss wirklich gegen die Kira kämpfen. You are foolish.
Na. Das wollte ich nicht. Kira, komm hoch auf. Nicht tot sein. Doch, er hat sie echt umgebracht. Didn't have to end this way. Na, gute Fix. Necromancy, the Forbidden Magic. Necromancy, the Forbidden Magic. It is commonly said that magic is neither good nor evil, that it is transcends the moral criteria of man, that it depends on the mage whether it will be used for worthy goals or for shameful immoral deeds. There is, however, one key exception to this principle: necromancy. Proponents of this branch of magic once supposed that one can also do good by reviving corpses. Dead men can, after all, hide secrets which may save the living. It is better to send an army of reanimated corpses into battle than to squander the life of those in whose veins hot blood still flows. Moreover, a revived soldier may be reused many times until such members are chopped off so as to make his flesh unusable. Though it is hard to refute the logic of these arguments, the practice of necromancy is still forbidden. This is not at all based on the rebel superstition, but about the living dead, nor the resistance of the powerful, afraid those they have murdered could be forced to confess against them, nor the moral scruples of the older members of the conclave, who were in fact laughed down and reactionaries when it was discussed. The fate of necromancy was sealed by the observation of Hangendaith, which has later confirmed by manifold experiences, proving the revived dead are always unpredictable and reviving them always involves entirely negative side effects. In other words, no matter how noble a mage's motives might be, necromancy will always lead to evil. It seems that in this way the gods let us know that we should not transgress. The laws they have given us, and even a conclave must respect the will of the gods. Also, religiöse Spinnerei. Kira! Das hätte nicht sein müssen. Ich bin ein bisschen traurig. Ist mir in keinem Playthrough bis dato passiert, ganz ehrlich. Als nächstes gehen wir Wild at Heart, huh? Talk to the hunter named Njellin. While muddling around the well-shaded village of Blackbow, Geralt happened across a notice. It stated a hunter named Njellin was looking for any help he could get in finding his wife, who had disappeared in the nearby woods a few days earlier. Geralt, already deep in a search and rescue vein, decided to help find the woman. Ach Gott. Ah. Das ärgert mich jetzt. Ich bin davon ausgegangen, dass sie keine Einsicht zeigen wird. Und deshalb habe ich gleich die harte Antwort gegeben. Aber wir werden nicht safe scammen. Nein, das werden wir nicht. Und wir werden das Geschehene nicht ungeschehen machen. Kira ist tot und sie ist 100% selber schuld. Bedauerlich, aber so ist es. Und die Art und Weise, wie sie davor ausgegangen ist, dass wir gleich mit dem Schwert verhindern. So, und jetzt haben wir da einen Necrophagen. Die werden wir erjagen. Hallo, Necrophage, Mr. Necrophage, Sir. May I test my new anti-necrophage oil? Ganz gut, habe ich den Eindruck. Oh, es steckt da fest. Der Kuh steckt fest. Hihihi. Hahaha, wieso soll es nur dem Spieler immer so gehen? In dem Fall ist die KI K.O. gegangen. Durch zu viel Assets pro Quadratzentimeter. Ach Gott, Kira.
süße Maus. Ich mochte sie. Kurz bevor ich sie in Stücke schnitt. Was? Noch so ein Teil? Warum? Was ist mit dir? Warum steht der so komisch da? Show me what you got. Die sind aber wirklich Bedrohung, die Freunde. Zeiten, wo die gefährlich waren, sind vorbei. Schöne Scheiße. Na, was ist vor sich? Setzen Sie zurück. Ah, nicht so achtig. Das Parken ist auch schon mal schneller gegangen. Naja, es gibt ja immer noch die Hoffnung, dass die Kira vielleicht irgendein Ass im Ärmel gehabt hat. So wie der Letho. Auf der anderen Seite, den Letho hat nicht in Stücke geschnitten. Und wenn Geralt was in Stücke schneidet, dann bleibt's normalerweise auch filetiert. Die steht wieder irgendwo im Sumpf rum. Fertig die hängt. Welche Richtung? Roach, lang hat's dauert. Ich glaube, es richtige Weg. Muss der Weg sein? Oh, das ist ein billiger Trampelpfad. Und Wölfe gibt's hier. Keine Zeit für so einen Scheiß. Fuck. Gigantische Wolfspopulationen in den Wäldern. Wählens. Es war immer gescheit, wenn wir wieder auf der Straße bleiben. Oh, scheiße, dann habe ich jetzt zur Hängebrücke. Gesenkt, Mann, wir haben die gleiche Rüstung. Ah. Dementsprechend sind wir Freunde. Okay, das ist mir auch noch nie passiert, dass wir die Kira umbringen müssen haben. So eine Scheiße. Dass man so irgendeine Warnung dabei stehen, weil das ist ja wohl nicht. Man geht ja nicht davon aus, dass nur wenn man sagt, ich kann dich das nicht tun lassen, dass man gleich zum Äußersten greift. Kira! Vergib mir! She was so young and beautiful. Perfect teeth. Oh, wait, I don't need. Hat mir vor wie Sobibor.
Und die Hütteln da vorne sind die Dächer von Blackbow. That's it. Yo, we're home. In Dangmon, when a wench takes hill, they send her to the woods for food. A priest devourer. Not so fast, Roach. Tack. Tack. Not like two old men. Buy in or just perusing? Perusing. What are you offering? Show me what you've got on offer. Hey, wieso hat der so ein cooles Schwert, was ich ihm wahrscheinlich mal verkauft hab? Und Adalbert Kermit Fürst Merp, oder? Ah, er hat ja so. Der Hammer. Die Schwerter werden wir woanders verkaufen. Ich bin ein Schmied, es gibt da einen Schmied, wenn ich richtig erinnere. Farewell. So long. Wo war denn da der Schmied nochmal? Plowing hangover. Ich bin sehr liebst der für. Ich glaube, da ist der Schmied da. Ah, da hinten. Wo da der große Schmelzofen steht. Ich weiß jetzt nicht, ob das das war, aber der spielt manchmal ist Jerusalem wird. Craft special order weapons too. Hello, do politicians murder high class prostitutes? Of course. Show me what you got in stock. I'll take a look. Maybe pick something. Weg damit. Weg damit. Oder haben wir denn? Und was gibt's dafür? Yeah, baby. Master crafted stuff. 118, 400. Oh, da ja. Wisch, das muss ich haben. Ist auch. Geht sie aus? Beides geht sie aus. Ha! Wie geil. Wird sofort angelegt. Danke, farewell. Anlegen und so verkaufen. Das alte Zeug verkaufen. Jetzt ist da natürlich eine Rune drauf. Das ist eine Bleeding Rune. Haben wir noch was Vergleichbares? Was hat die? 2% Bleeding. Da wird schon was da sein. Ja, das verkaufen. Und dann muss er reparieren, nämlich Anna. Yeah? Got this diagram. Think you can forge the weapon? Ah, das wollte ich nicht. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Shop. Besser. Jetzt sind wir wieder gescheit worden. Ich glaube, jetzt werden wir mit dem Kollegen ein bisschen an Chance vertrauen. Wir haben doch sicher noch Stäube. Ich tue das jetzt einfach, ich bin mir total bewusst, dass das wahrscheinlich ein Riesenfehler ist. Aber ich hau alles weg, weil ich brauche ein bisschen Travel Money. Das hilft nicht. Nein, das brauchen wir nicht reparieren. Danke und farewell! So long. Und der Bär. Wow, your eyes. These are my kitty cats. Wieso kann ich eigentlich nicht. Was haben wir denn da? Dimitrium
Na, Grape Shot, ja passt. Und Moon Dust. Und kann man da nicht was. Jetzt kann man in die Pockets nicht was anders legen? Offensichtlich nicht. Und da vorne ist schon der Nielen, mit dem wir reden müssen. Mr. Nielen. Nicht spucken, das ist ein Sanitary. Da kommt wieder die nächste Corona-Welle auf uns zugerollt. Looking for a hunter named Nealon. Finally. What do you want? Your wife's missing? Hear about your notice. I'm a witcher. When do you last see your wife? 5 days passed, before dawn. On my way out to hunt, she were asleep. We come back, I'm no sign of her. Man, was für blöde Frage. Looked for her, das ist sicher. Noticed anything strange? Notice anything strange? Maybe her behavior? No. She were her happy, smiling self. Nothing different at length. She's not run off, if that's what you're asking. Sucht hast du's? Maybe she went to the neighboring village, forgot to tell you. No. My sister were never gone this long before. Tried looking for her? Asked around the village, none saw her go. She must have left when they were still sleeping. Told her time and again not to wander off on her own. She never listened. I must have some men folk to scour the woods. Nothing. Okay, I'll go look for her. I'll look in the woods. You might have missed something. Ask around, too. She have any friends? Hannah keeps to herself, mostly. Watches the blacksmith's youngins at times. And in the village, Glenna, the butcher's wife, she likes her best. Thanks. I'll try to find her, but no promises. Okay, ask neighbors about Hannah. Nochmal. Was sehen wir schon an Nachbarn? Kommissar Geralt, what in here? Don't be as cocky once the Baron's men whip your arse. Ja, nur dass der Baron nicht mehr da ist, gell? Das ist Palästina. Greetings, you Glenna? Aye. But gristle and marrow is all I'm willing to sell, and you'll have to wait till I'm done carving it. I wanted to ask about Hannah. Butcher and Velen somehow seems a luxury. Well, ask about Hannah. Wanted to talk to you about Hannah. Hear you were friendly. She come by at times? We talk? She seems strange lately. Any idea where she might have gone? Strange. No? A cheerful soul always. If I'm to judge, it's the wolves got her. Been howling the nights through lately. Even the Baron's men are feared to come by. Hannah must have gone to the wood to gather mushrooms, maybe. Strayed too deep and the howlers got her. The howlers. Okay, danke. Farewell. Thanks. Farewell. These fish? Nächste heiße Spur. Die Kinder von der Schmiede. Did you but Aunt Hannah visit today? No. Die schauen alle gleich aus. Kinder, es gibt genau zwei Gesichter für Kinder. My dad used to make swords like yours. Can I touch it? It's sharp. Better not. Dude, die Dinger sind von dem talk to your father. I forged swords once. Now it's scythes and hoes. For good arms, you'll need to go to Novigrad. I need to ask about Hannah. Wanted to ask you about Hannah. Heard she looked after your children. Aunt Hannah? Do you know where she is? No, that's why I'm here. She maybe tell you where she was going, or anything else? She said turnips are healthy, and we ought to eat them. I saw her go to the forest, with another lady. It was dawn almost. I'd gone out so I wouldn't wet the pallet. The forest? She's done for. Why? A huge pack roams the area. None from the village dares go in the forest. Neelan's only one not afeared, but then he's a hunter. A hunter?
who was with Hannah. Did you get a good look at the other woman? Know who it was? No. She walked in front of Aunt Hannah. I couldn't see. Another woman, you say? Thanks. Farewell. Another woman, you say? Lots of wolves, you say? When I grow up, I want to be a lad. Sehr schicke Sonnenhüte tragen die Mädels hier. Naja, zum Fuß gehen wir jetzt nicht in den Wald. Machen wir nur mit dem Pferd. Ja, schließlich nicht. Haben wir nicht mehr Not, dass wir da zueinander halten. Rechts geht's zum Peller. Vielleicht hat's der Peller geschnappt. Naja, so pass fast. Auf, wir haben Wolfsrudel. Wir uns doch gleich Beast Royal aufschmüren. Hybrid, bla bla bla. Spectre, Hangman, Beast. Beast. Und Cursed. Werwolf-Gefahr für das Ding. Achso, und der Rune muss ich auch noch drauf klatschen. Siehst du? Vergessen. Sind die Rune? Was haben wir schon? Was hätten wir da gern? Bleeding, Attack Power. Bleeding. Bleeding ist gut. Ich mag Bleeding. Bleeding Hell. Bleeding Bloody Hell. Sehr hoffenweise Viechers. Und Necker. Jetzt haben wir das Frische im Schwert. Necker San Ogroids. Ogroide, Vampires, Ogroids. Der führt mir sicher wieder eine Trap. Next. Und da sind noch mehr, aber ich gehe jetzt erst looten. Zeig mit Link bleibt. Ich hätte die Princess. Hey Princess. Alles klar, Princess. Heute schon vom Bella ordentlich durchgeknödelt worden. Ah, ist doch nicht so necker. Necker, necker. Was ich ganz dringend brauche, ist das Whirling Play. Oh, 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 jetzt wird's aber. Jetzt wird's da aber ein bisschen ungemütlich. Tja, die Köpfe rollen durch die Gegend. Ehrlich. Herrlich, so viel Blut, so viel Gegröße. Haufenweise Lesser Mutagens. In jeder erdenklichen Form und Farbe. Die sind die total geile Mutagenquelle. Die Kollegen. Wundert nur, dass da nirgends ein Neckernest ist.
come there. Ich werde mal kurz meditieren. Stunden. Meditieren und Blümchen pflücken. Das ist die Bärenhöhle, da war ich doch schon. Stellt sich die Frage, habe ich die ja durchsucht? Ich glaube schon. Da liegt aber auf jeden Fall was Totes. Aber es ist für den Geralt nicht weiter beunruhigend. Eingeweide. Hinter mir lassen wir jetzt aus. Wir brauchen die ja nicht wirklich. Da kaufe ich doch lieber mal ein bisschen an Honigwabe. Auf einen sogenannten Beiß. Wie der Imker sagt. Komm mal um. Das war bei Release, kann ich mich erinnern, waren die ganzen Pflanzen, also die Loopboard-Pflanzen, unglaublich zweidimensional. Das haben sie dann irgendwann nachpatcht. So, da kommen jetzt die Wölfe. Das sind ja schon Wölfe da vorne, oder? Ja klar. So, das war mal extrem effizient, Mr. Geralt. Ich bin beeindruckt, was muss ich da? Witcher? Aha! The second woman! What are you doing here? Shouldn't be in the forest alone. I came to tell you. You needn't look for Hannah. She'd have returned long past were she alive. I'll pay you twice Neelan's pledge. Just tell the man his Hannah's dead. Don't want to know what happened to her? I've no illusions, Witcher. In Velen, you're gone as long as she's been. You don't come back. Hannah's dead for certain. Neelan ought to accept his loss. Move on with his life. Dir ist schon klar, dass du gerade verdammt verdächtig machst. Don't care about your sister? Strange. People usually prefer to know the fate of their loved ones, whatever the cost. What good will it do? I'll not get my sister back. And Neelan's all I got left. I can't lose him too. And, well, he'll not rest till he avenges his Hannah. Shut up, it's even if it eats up his life. The man deserves better. Give away your fenty. Sorry, not in the habit of leaving jobs undone. Folks speak true about you witchers. You're heartless beasts. Geh scheißen, was soll denn das? Was soll denn der Blödsinn? Gräbt man nach, wie offensichtlich Spuren verschwinden lassen? Weiß ich was weiß? Was? No man did this. Inspect the corpse, yes please. Haben wir eh gesehen, dass Wölfe waren? Made with long claws. Flesh torn clear off. This is getting interesting. Claw marks, deep. Was ist das? Claw marks. Immer alles aufgeladen, es tut mir leid, ich weiß es ja eh. Es raubt natürlich Zeit, aber wir sind doch schließlich nicht. Wir haben
im Supermarktland. So, da sind ja noch einmal Sachen. Wieso kann ich denn das sein? Soll das eine Spur sein oder was? Richtig. Ah, da ist was. Smell of a rotting corpse. Time to pat it all literally. Werewolf. No doubt about it. Gotta be careful. Ja, okay, das heißt, wir brauchen definitiv First Oil. Das haben wir, glaube ich, sogar schon aufgelegt gehabt. Hybrid Oil. First Oil. Damit. Und die Bomben, ne? Aber die haben wir eh bereit. Also die Moondust-Granaten, damit das Drecksviech nicht regeneriert. Achso, jetzt habe ich wieder vergessen, die Spur da weiter zu verfolgen. Und da hat er zwei Sachen gleichzeitig gesagt. Wahrscheinlich, weil die Leiche mehr als zwei Sachen gleichzeitig ist. Ey, Wolfbein, wie praktisch. Blood and paw marks. Wonder where they lead. Shit. Climb the tree. I can't get up there. Maybe find something else on the ground. Rund um einen Baum oder was? Machst du rund um einen Baum? Endlich. Nicht. Da ist er aufgekraxelt. Das was. Das was. Tuft of fur. Whatever lost it hasn't bathed in a while. Hm. Ja, wir für heute. Ah, sehr gut. The Ascent Trial. Was ist? 13:47 Uhr. Also, nicht in echt. Spielwelt. Das heißt, bis der Werwolf ausbricht, ist noch lange hin. Was ist da? Was war da? Der von Baum zu Baum guckt. Das sind Wehräffchen. Daher was? KKW-Wolf sein, es ist nicht Nacht. Bär, oder irgendwas. Bär oder Dieselaggregat. Werwölfe, ich hasse Werwölfe. Werwölfe sind eine Phobie von mir. Gibt nichts Schieres als diese Mistbiester. Das sind unaufhaltsame Killermaschinen. In Fetzen reißen, sobald die wittern. Wenn du die mal wittern, kommst du nicht davon. Und sie sind widerlich und sie heulen und sie sind nur bei Nacht aktiv. Was haben wir da? Man's clothes. Shredded, but no sign of blood. Who rips their own clothes off? Leaves them in the woods. Da vorne rennt der Bär. Ist Oil her gegen den Bär. Hey Bär! Ich esse dich jetzt! Show me what you got. Toter Bär! So, jetzt haben wir mein Spiel wieder verloren, weil lauter Bären essen. Erdbeeren, Heidelbeeren. Da war aber schon wieder was. Oder? Ja, doch, da. Sind das die? Ja, vor der Hütte wird es halt sein, oder? Looks like a hunter's quarters. Ja. Isolated check.
Fenster an die Wand fetzen. Punkt 1, alles stellen, was nicht angenagelt ist. Goldheit. Das ist nichts Besonderes in einem Jäger. Na jawohl, in einem Hunter-Shack ist ein Goldheit schon was Besonderes. Das Arschloch hat die Ziegen gewütet. Silber-Ingot, praktisch. Was ist da? Da gibt's ein Rebradl. Der Silver Ingot. Das ist ein Suizidaler. Jawohl. Crossbow, Master Item. Yay. Ja, damit. Sehr gut. Demeritium. Da haben wir was zum Lesen. Hallo, lesen. Notes. Wonder whose. Ja, schauen wir mal. Mysterious notes. I am who I am. I can't change the shirts woven of parsley and potions made of virgin's tears might work in old wives' tales, but not for me. It is time to come to terms with it. With Hannah's love and iron discipline, I have found a way to manage, but I must remember to hide the wits before the full moon rises. To go somewhere far from others, far from Hannah. The attack comes and passes. I wake up with wounds on my hands and the taste of blood in my mouth. Perhaps it is for the best that I don't remember. Killing prey with bow and arrow is one thing, to tear it apart with fang and claw. At least here, deep in the woods, I won't hurt any people. Merciful Militidi, watch over me, watch over any who stray too close. Also, das ist ein Werwolf, der sich seines Leidens bewusst ist. Und das ändert aber nichts, dass ich die Kisten da aufmachen möchte. Das ist aber nichts mehr. Find the werewolf's lair using your witcher senses. Okay, the werewolf's lair. Er hat einen Wegweiser zur Werwolfshöhle aufgestellt. This way to the werewolf lair. Na, schauen wir mal die Hütte mal um. Das ist aber sehr idyllisch gelegen. Bist du narrisch? Wow. Die Hütten hätte ich auch gern. Bist du narrisch? Schön. Halt, da unten ist was. Wir haben den nächsten Bären. Blood's just barely dried. He was dragged here. Wonder where from. Uhi. Na, da ist eine Spur mal in die entgegengesetzte Richtung. Noch. Vielleicht kennt die Hütten ja einen Werewolf Hunter. Na, tut sie nicht, weil da steht ja explizit drinnen. Eben ein Werwolf. Hoffentlich easy nehmt. Well, it's hard. Best updated. Was ist da los? Aufpüsteln, hab ich gesagt. Ah, Ralf ist er. Sonst ist wieder zu finster. So, ordentliche Leer, bist du narrisch? What a bad cave. Okay, jetzt ist es schon ziemlich finster. Na, voll Idiot. Jetzt kann er gleich wieder. Na, also die Lampen macht das Scheißlicht, das da man hat. Ist wesentlich gescheiter, ja. Was wollte ich sagen? Da mal gleich meditieren, dass man die Bomben wieder aufladen. So blödsinnig, der Idiot, echt. Da haben wir nämlich Sonnenuntergang auch gleich wieder.
Wie kann man nur so deppert sein? Gutes Pferd, yam yam. Pilzen. Da hat sie Pferd mit Schwärmelsauce hergekriegt. Ruhe. Sowas geht doch. Oh! Silber und Kohle. Wieder Wolfsbein in der Wolfshöhle. Gibt's Wolfsbein. Sehr fahrlässig vom Werwolf. Aha! Aha! Schaut er das an, sogar mit Ornament? Hungarian Cuirass, was kann das? Na, gar nix. Gar nix, mein Zeug ist 100-mal gescheiter. Ich muss sagen, die Rüstung freut mich und sie schaut auch cool aus. Und das ist eine Nilfgaardian fucking Rüstung, ihr blöden Kostümbildner aus Hollywood. Search the Werewolf's Lair. Also irgendwas habe ich da noch übersehen. Ich habe sogar noch eine Einsatzzone. Was ist das? Ist das der geheime Gang? Nee. Nix. Das muss das Schlimmste sein. Du bist gerade in so einer Höhle. Und dann kommt der Werwolf heim. Das Geräusch des Klickens, der Klauen am Stein. Snarling, das Keuchen, das Haffen und Waffen. Knurren, Grunzen, Grölen, Heulen. Furchtbar. Was konkret suche ich denn da? Kann mir mal jemand sagen, was hier abgeht? Search the Werewolf's Lair and wait for nightfall. Ich weiß nicht, was er konkret haben möchte. Da nix. Was kriegst du denn, hab ich schon? So, war ich auch schon. Wir werden das mit Gwen machen, habe ich das Gefühl, oder? Mit irgendwie? Ach, wir putzeln den Werwolf. Damage der Regeneration, also die Schweine. Ja gut, okay. Da geht's raus oder geht's da weiter? Lots of blood. Lots and lots of blood. Ja, es ist ja eigentlich ein glücklicher Zufall irgendwie, dass Vollmond ist. Wir werden da gegen ihn kämpfen, da haben wir noch ein bisschen Licht auf der Nacht. Dann ist man für das Fenster. Okay. Mit, oh, das schaut ja cool aus, schon mit der Streulicht da reinfällt. Nice, genau von Geralt. So. Wenn ich jetzt Potion auflege, dann habe ich das nachher natürlich nicht mehr. We shall wait for nightfall. Warte mal, gleich bis Mitternacht.
Oh my god. So, jetzt drauf im Zeug. Ah, ist wirklich noch drauf. Oil, sehr geil. So ist was drauf. First Oil, sehr geil. Wow! Hat das dann aber normale Wölfe? Oh, Werewolf ist in. So viel steht fest. Da ist er. Komm sofort zurück, Arschloch. Mit einem normalen Wolf. Da kommt der Werewolf. Jetzt hast du die normalen Wölfe essen. Okay. Wieso erwische ich den nicht? Stirbt der nicht? Was soll denn der Scheiß? Der hängt irgendwie in der Textur oder was? Dammit. Was? Was ist denn mit dem Wolf bitte? Wow, 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 wow! Fuck, ich sehe nix. Okay, weg. Was ist sie braucht? Achso, die Bomben in Action. Wieso geht denn das nicht? Jawohl. Got him. Freaking got him. Oh Gott, die Viecher, die Quest ist vollkommen unterdurig. What the fuck? You crazy move! You insane? Stand back, he's dangerous. Not to me, he's not. It's Neyland. Lycanthropy can afflict anyone. But it is a curse, so sorry, but I have to. You don't understand. I love him. He was near to being mine till you came along. Oh, was für ein widerliches Biest. Go away, leave us be. Aber das sind genau so, so mag ich mir, Wolf. You're a raving woman. What the fuck are you implying? Not till I find out what's going on here. I love him. Always have. Even after I'd learned his secret. You knew? Did you know I shut myself in here to wait out me change? I knew, and I didn't mind. But you chose Hannah. I wanted her to see you. I wanted her to fear you. She'd not have stayed. Gott, was bist du für and ein... We could be together. Beknacktes you Stück. Brought her here. That night. T'was the reason I had the taste of blood in me mouth come morn. I did it for us. She was to see you turn, not more. I didn't want her death. You've got to believe me. I don't. And I'll kill you willingly. First time for that, in fact. Can't let you do that, sorry. You won't kill anyone, ever again. Das muss jetzt nochmal ran. No! Don't hurt him! Get out of here before I change my mind. Run! Piss the fuck off, stupid bitch.
Was? Er lebt immer noch. Damn it. Sorry, it had to end this way. Yep, sorry. Das ist richtig. Da kann nämlich eher gar nichts dafür. Dark Teller ist wahrscheinlich nicht alles, was der dabei gehabt hat. Monster Essence, Werewolf Hide, Werewolf Blut again, Werewolf Saliva and Nealon's Key. Was meins? So ein dämliches Stück, die Alte. Bist du deppert? Und obwohl ich jetzt wesentlich höher bin in der Wertung und obwohl ich wesentlich besser ausgerüstet bin, ist der Werwolf Alvenor zart gewesen wie Saugut. Das liegt jetzt aber auch hauptsächlich daran, dass das auch wieder ein spielmechanischer Sonderfall war, die Wölfe. Ich habe nämlich geglaubt, ich muss wirklich Waffen wechseln. Stahl für Wölfe, Silber fürs Monster. Und hab zwischen Wölfe und Werwolf hin und her gewechselt, das ist aber nicht so. Die Wölfe sind offensichtlich die Einheit mit dem Werwolf. Und dementsprechend waren sie auch auf Silberschwert anfällig. Hab sechs irgendwie lange immer dumm geschissen hab beim ersten Wolf. Was ist jetzt Bäreninvasion? Meine Fresse. Entschuldigung, falsches Schwert. Wenn ich jetzt vor einem Bären gegessen werde, dann bin ich wirklich kritisch. Machen wir wieder Beast Oil. Der ist direkt über mir, der Bär. Da liegt er richtig rum. Was ist er denn? Was rum? Der schläft da. Willst du, Bär? Show me what you got. So ein Riesenteil. Ein gigantisches Teil. Und jetzt können wir da drinnen die Kisten aufmachen. Ich habe da einen Schlüsselklut. Hannah, also du bist ja das allerletzte. Sei mal nicht böse. Aber nicht boshaft, sondern blöd. Nicht böse, nur dämlich. Bringt mir die Hosen was? Na, sind wir froh. Also, schickst du rum. Sachen. Das war immer noch nicht alles. Und Mysterious Notes, das ist das, was wir gerade gehabt haben, oder? I am who I am, ja. Blödes Stück, echte. Margaret, der Sucketh. Ja, hoffentlich zerbrichst da, dumme Sau. Ja, ich weiß, ich bin gehässig, aber das ist, wenn ich was nicht ertrage, das ist Dummheit. Und die hat aus reiner Dummheit mindestens zwei Leute umgebracht. Na gut, wie hat die Quest geheißen? Wild at Heart, genau, Wild at Heart. Wild at Heart haben wir beendet. Die Kira Metz haben wir umgebracht. Da haben wir gerade eine Tragödie, Familiendrama erlebt. Und wir stehen mittendrin und haben eine Schnickrüstung an und hoffentlich kriegen wir Kohle dafür. Es ist gar tragisch. Sehr deprimierende Episode, muss ich sagen. Vor allem der Tod der Kira Metz ist, wäre zu verhindern gewesen. Aber hey,
sie aus reiner Gier offensichtlich, oder na eigentlich auch nicht, das ist schon Verzweiflung an dabei gewesen. Mein Gott, ich hätte einfach gentler sein sollen, es tut mir schrecklich leid. Na gut, nichtsdestotrotz lassen wir es jetzt einmal wieder, da in der gemütlichen Hütte, wenn wir den Rest der Nacht verbringen. Meditieren können wir ja noch, bis zum Sonnenaufgang. Und dann heißt's aber, für denk und bis zum nächsten Mal, wenn der Witcher wieder Familien zerstört. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und ein gutes Spiel. Weile dabei. Out.